Bella aus dem Fenster und schon ist Ruhe. Ich bezweifle, dass jemand, dass Lena oder Anna, besser gesagt, in dem Hostel einfach mal so einen Böller findet. Hey, es gibt unterschiedliche Farben, Kostüme. Remaster. Geil. Final Fantasy Remaster. Und auf Mana Remaster. Wuhu! Also es gibt bestimmt Leute, die das mega geil finden, aber... Hier gegenüber von deinem Fenster ist eine Shisha-Bar, riecht richtig lecker. Final Fantasy noch nie gespielt und nie gecached. Ich habe ein Final Fantasy Spiel gespielt, das war Final Fantasy Crystal Chronicles auf dem Gamecube. Und das hat mir nicht gefallen. Mag Shisha, ich rauche auch gerne mal eine Shisha, von daher finde ich das nicht ganz so schlimm. Was, auf Mobile? Sie remastern das nicht mal richtig, sie bringen es einfach nur auf moderne Systeme, dass es wieder läuft, wenn sie es auf Mobile auch bringen. Weil da kannst du an der Grafik gar nicht viel machen. Anime! Ja, das ist halt Square Enix. Die haben halt viele, viele Anime-Rollenspiele vor allen Dingen in der Vergangenheit gemacht. Das ist, glaube ich, hier auf Mana abgedönst. Ich hatte den Gamecube, den habe ich aber nicht mehr. Ich hatte erst eine Xbox, dann habe ich die verkauft und einen Gamecube gekauft. Und dann habe ich den, glaube ich, auch verkauft. Meistens an Felix beides. Und hab mir eine Xbox 360 gekauft. Super Smash Bros. Oder Super Mario Sunshine? Super Mario Sunshine auf jeden Fall nicht, aber Super Smash Bros. Denke ich, hatte ich. Ich hatte nur das Problem, dass mir die GameCube-Controller kaputt gegangen sind. Weil die nicht so gut gemacht waren. Ach hier, dieses komische Avenger-Sammelgedöns-Spiel. Ja, mir doch egal. Das soll super lame sein. Das ist Loot-Spiel. Das Marvel Avengers Loot-Spiel. Ja. Yay. Ein Hero-Spiel, wo jeder Hero Loot hat und damit levelt, was irgendwie nicht zusammenpasst, wo Game Design und Game-Welt nicht zusammenpassen. Warum kriegt Captain America plötzlich ein besseres Schild? Es gibt genau ein Schild von Captain America, das besser ist als alles andere. Es ist unrealistisch, dass es mehrere Schilde für Captain America gibt. Oder für Hawkeye mehrere Bögen oder mehrere Hämmer für Thor oder so ein Shit. Das ist einfach Bullshit. Also deswegen. Ich werde auch mal ein Gamecube haben, aber als Kühlschrank. Gibt einen Fantasy, was mich interessiert, aber es auch unbedingt spielen will. Das Final Fantasy 7 Remake. Ja, das ist ja wirklich ein Remake. Also komplettes Remake. Das, was sie hier gemacht haben, ist eigentlich nur ein Update auf aktuelle Hardware, dass man es wieder spielen kann. Das würde ich als Remaster bezeichnen, maximal. Eigentlich sogar weniger. Hey, Exploration-Based Rewards! Das ist der Black Panther-Schauspieler übrigens Todes, finde ich immer noch traurig. Und fand ich sehr überraschend, wo der gestorben ist. Also der, die beiden Black Panther-Filme, glaube ich, gemacht, das müssten zwei sein, gemacht hat, der ist schon, ich glaube, jetzt ein Jahr oder zwei Jahre tot. Der ist irgendwie mit 30 gestorben, das ist schon krass. Obwohl er sehr gut in die Rolle gepasst hat. Und Black Panther kommt wohl dazu. Wakanda forever! You just wanted to show off this suit. Madame Melange! It is Claw. Brother, now! Da kann sich jemand unsichtbar machen, ohne irgendwas? Der hat jetzt keinen Suit oder irgendwas und hat sich einfach dematerialisiert oder was? Ich verstehe nichts von dem, was hier gerade passiert. Aber vermutlich gibt es irgendwelche Marvel-Freunde, die sagen: Wow, geil! Der Gegner kommt dazu! Wow, der Bösewicht! Wow, what? Mind-blowing! Also vermutlich einfach mal. Aber, geh mal hier. Geil. Black Panther in den Avengers! What?
Damn, what? Ja. Included at no additional costs, Expansion. Mhm. Haben also eine volle Expansion angekündigt. Mobile. Good evening, 426. Our intelligence reports a new threat to global stability. Their reach is unlike anything we have seen before. Following Agent 47's disappearance, you were selected because of your remarkable Grafik ist. Skills. Deutlich schlechter detailliert. Execution must be perfect. Schon hier. We will strike from the shadows, and they will never know what hit them. Mobile interessiert mich nicht. Sieht da Genshin Impact aus. Nur ist es kein Genshin Impact. Licensed Music has been removed. Hier hat es nicht mehr gereicht, um irgendwelche andere Musik hinzulegen. Oh, geil. Ja. Nier Reincarnation auf dem Mobile. Das ist wahrscheinlich ein Remake von einem alten Nier-Spiel. Das könnte sogar cool sein. Aber warum auf dem Mobile? Final Fantasy Ultra Rare. Oh Gott, das ist so ein Hero-Sammelspiel. Mit Ultra Rare Heroes. Oh nein. Ja, hier 10 kostenlose Summons. Boah. License Music has been removed, ja. Ja, wir haben den Sound removed. Ich glaube, es wird aber auch nur Music kommen. Da kommt nicht viel anderes. Boah, Hero-Sammelspiele, Alter. Ein Krebsgeschwür der Mobile Games. Oh. Was ist das denn? Das sieht aus wie Phantasy Star Online. Final Fantasy VII The First Soldier. For iOS and Android. Today, the team at Platinum Games is giving you an exclusive kriegen wir jetzt ein Mobile Platinum Game? Wie soll das denn gehen? Platinum Games ist bekannt für superschnelle Action-Prügler oder Action-Kampfspiele. Wie soll das denn auf dem Mobile Game? Das ist das Letzte, was ich auf Mobile spielen wollen würde, ehrlich gesagt. Built over a thousand years, it was meant to be a tower of dreams. But for a thousand more, it was seen as a tower of ruin. Das erinnert mich ein bisschen an Dark Souls von dem. Alles ist mystisch und düster und alles liegt in Ruinen. Passt mit dem Bild im 1 FPS Slow-Mo vom Handy. Wisst ihr was, wir nehmen uns jetzt zurück. Und schlafen ein bisschen, sozusagen. Noch nie gehört. Ist das wichtig? Does the savior of New Babylon stand among us? Let's find out. Sind wir noch im Mobile-Bereich? Okay, das sieht nach einem Koop-Fallen-Überwindungsspiel aus. Und Kampfspiel, Platinum halt. Aber sind wir noch im Mobile? So was würde ich ja auf PC schon geil finden. So irgendwie so ein bisschen Monster Hunter, nur so ein Tower hochkämpfen, nach und nach. Für Loot und Leveln und Verstärkung und sowas. Schmutz weg damit, Wassereimer. Ich kann es nicht wegmachen, hör auf mich mit Wasser zu bespritzen, Shiro. Also Platinum ist zumindest bekannt für echt gutes Gameplay. Und das Game sieht doch eigentlich relativ interessant aus. Erstmal zumindest. Und wie gesagt, man hat so ein bisschen, ja. Hier, Bayonetta ist zum Beispiel Platinum. Was sind noch Platinum Games? Also, weil alles so, was so Devil May Cry ist, so in die Richtung. Was aber nicht Devil May Cry ist, hat vielleicht Platinum Games gemacht. Mit dich sonst Square Enix, aber du hast auf mich geworfen, mit meinem Stream! Jetzt bin ich hier nass und muss die Hose wechseln geben. Das hast du im Gesicht, Junge. Das sah wirklich aus wie ein Dark Souls Boss. Mit dem komischen goldenen Figuren und Face da. Das sieht so hart aus wie ein Dark Souls Boss.
like this one now before you. Das sieht krass aus wie Dark Souls. Babylon's Fall, okay. Ist das Mobile oder nicht? Das ist wichtig. PS4 und Steam. Und PS5. Das sehe ich uns eher. Das könnte ein cooles... Stimmt, Nier hat, glaube ich, Platinum auch gemacht, ne? Oder mitgearbeitet zumindest. Smaug auf Steroide. Ja, genau. An Smaug erinnert das. Stimmt. The Hack and Slash Genre. You could simply join the Hack and Slash Genre. Nier Automata Food Action Based Gameplay. Ist Nier Automata? Okay. Dungeons with a team of four players can continue to pursue action as they push forward to a never ending goal. Okay, es wird unendliche Schwierigkeitssteigerung geben, das wird interessant. Weil es steht, haben ja gesagt, never ending goal. Okay, jetzt, das sah gerade super slow aus. Trigger to activate skills and draw the strongest power. The Gideon Coffin heißt das Ding auf dem Rücken. High Fantasy Try to avoid anything too cartoonish. Das Design sieht geil aus. Und wie, wenn das einen coolen Gameplay-Loop hat, sehe ich mich da schon. Wenn ich Lumi dazu überzeugen könnte, wenn es düster genug ist, wird schon im nächsten Wasser einer. Ja, komm, so schlimm sieht's nicht aus. Magst du keine Hack'n'Slash, Heroes? Keine Action-Kampfspieler? Nix für dich. Long form developer interview now away level. Now let's check out the next major entry in the popular Life is Strange series. True Colors. Ooh, Life is Strange. Ich bin gerade dabei, das erste Life is Strange zu spielen. Magst keine Story-Spiele und keine Action-Spiele oder was? Und dann ist Square Enix natürlich schwierig für dich. Hack and Slash wie God of War oder Darkseid, das mag ich auch nicht. Aber ich glaube, in die Richtung geht's tatsächlich als Koop-Spiel. What do you remember about us as kids? I think about us as little pirates running and jumping through Arcadia Bay. We are awesome. Das andere, ne? License Music has been removed. Jetzt gibt's einfach wieder keine Musik. Come on, let's dance. Life is Strange ist cool, würde ich aber nicht selber spielen. Warum nicht? Das ist ein echt interessantes Spiel. Aber das ist alles... Oh, jetzt bitte spoilert mir jetzt nicht das erste Life is Strange, das spiele ich gerade. Das wäre nett, wenn er mir das nicht spoilert, weil das ist gerade jede Menge Szenen aus dem ersten Life is Strange. Also auch das mit Rachel Amber und sowas. Das wäre cool, wenn er das jetzt nicht spoilert. Max, was ist going on? Das sind alles Szenen aus dem ersten Life is Strange. I discovered I could reverse time. The fuck? What the hell is this? Max, help! Please don't. Whatever's going on between us is special. Step back before you regret it. This is a streamer game. Finde ich gar nicht. I realized I had a choice and the power. Dadurch, dass es viele Entscheidungen gibt, was man macht. Ist es schon ein ganz geiles Spiel zum selber spielen. Also ich spiele es selber mit Lumi neben mir sitzen, weil die gerne sehen will, wie ich da spiele, weil es eins ihrer Lieblingsspiele ist. Von daher ist es vielleicht doch ein Streamer-Game. Ach, Remastered Collection, deswegen. Das sah nicht Remastered aus, das sah genau aus wie vorher. Ist mir jetzt nicht aufgefallen, dass es hübscher aussieht. Klebeband auf deine Augen kleben, hier kriegst keine Spoiler. Ich höre es ja trotzdem. Es gibt eine Remastered-Version? Warum? Life is Strange ist doch erst 5 Jahre alt. Warum? Warum remastert ihr das? Es ist einfach nur ein bisschen ein Farbfilter drüber gelegt. Okay, ein bisschen höher aufgelöst ist es auch, minimal, aber...
Das kann man heute noch ohne Probleme spielen. Das hat ja so einen eigenen Stil. Das ist überhaupt nicht notwendig. Hallo Reshit, ja genau. Es ist super viel, einfach nur ein bisschen Filteränderung auf der Szene. Das ist echt merkwürdig. Hallo Reshit, hallo HDR. Ja, das kannst du aber reinmodden ohne großen Aufwand, dann das jetzt nochmal als wahrscheinlich nochmal eine neue Collection zu verkaufen, finde ich ganz schön frech. Und dann machen sie wahrscheinlich den gleichen Move wie bei vielen anderen Spielen. Du kannst das Original nicht mehr kaufen, du kannst nur die Remaster-Version kaufen über Dark Souls. Du kannst das Original Dark Souls nicht mehr kaufen, du kannst nur die Dark Souls Remastered kaufen. Scheißegal, was du davon spielen willst und was du davon hältst. Und den Änderungen. Okay, sie kann die wahren Gefühle von jemandem spüren. Alex realizes the only way she can find the truth is to embrace her power. I can't believe this is happening. And the only way to understand is to feel what he's feeling. From the very start, you can use Alex's power to focus on brightly colored auras to gain an insight into people's emotions. Sieht man doch, warum das passiert oder nur, dass sie fühlen? These valuable insights deepen Alex's relationships with the folk of Haven Springs, as well as sparking new dialogue options and events. Okay, du gehst einfach rum und konzentrierst dich auf alle und dann überlegst du, wo du was benutzt. You're gonna lose her and it's all your fault. Alex has uncovered a secret that Mac wants to keep hidden from his long-term girlfriend. And now he is terrified that Alex will reveal it before he can talk to Riley. She is the best thing that's ever happened to me. Erstmal ein bisschen weiße Schoki. Please, help me out. Das haut mich halt nicht vom Hocker. Ich find's ganz nett. Du hast wieder Entscheidungen. Du hast einen anderen Hauptcharakter. Weiß nicht ganz warum. Aber vermutlich erklärt sich, wenn man Life is Strange fertig ist. I need to get back to work. Sure, Alex, we'll get out of your way. Von daher, mal sehen. She can reach out to actively connect with that person's emotions. This generates a nova, a supernatural flare that transforms the world around Alex into a reflection of that person's psyche. Mm-hmm. In this altered, emotionally charged state, Alex can experience fragments of thoughts and memories to get to the root of their issue. But not every emotional crisis can be easily dealt with. Some carry a dangerous, even life-threatening power. Da waren eklige Sachen dabei. Das ist eine andere Hauptcharakterin. Die ist nicht mit dem eigentlichen Life is Strange verbunden. Zu viel Half-Life gespielt wegen Alex. Using Alex's powers the only way you can uncover the truth behind her brother's death. Ist die only way? Das ist ja wieder ein bisschen lame. What would it do to me? And even if I can, should I? Ich finde immer noch solche Spiele mit solchen supernatürlichen Fähigkeiten sollten eine Option oder einen Weg haben, wo du ohne diese Fähigkeit durchkommen kannst. In dem natürlichen Flow. Wo du einfach das Spiel durchspielen kannst in natürlichen Flow und zum Ende kommst in irgendeiner Form. Ob das jetzt das perfekte Ende ist, muss ja nicht sein, aber eine befriedigende Auflösung kriegst fürs Spiel. No pre-orders, no pre-orders. Sehe ich anders? Na, hallo Lumi, was machst du denn hier drin? Bist du nicht eigentlich selber beim Spielen? Habe ich irgendwie meine Tür wieder offen gelassen? Aber zum Ende sind wir schon alle bei FH5 gekommen. Wollten nur einen Wup-Wup für Bewerbung abschicken. Whoop, 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 whoop. Sehr gut, Lumi. To unveil a brand new title from Square Enix Japan. Bin eben, glaube ich, schon mal weggepennt, dann macht es Lena. Wünsche dir eine wunderschöne gute Nacht, Anna, und morgen wenig Druck in der Schule und Entspannung. Ich denke, meine Highlight-Trailer werde ich in den Video-Channel einfach packen im Discord, da kannst du im Zweifel dort nachgucken, was zumindest für mich das Highlight war. Ist natürlich geprägt durch meinen Geschmack und das ist anscheinend das neue Devil May Cry. Sieht aber nicht gut aufgelöst aus, die Texturen. Die sehen übel matschig aus. What the fuck?
I only know one thing. I want to. Ob mein Zartbitterhasen noch schmeckt, versuch's mal, aber ich. Sei vorsichtig. It's not a hope or a dream. It's like a hunger. Aber wer sind die Charaktere? Es gibt dort komische zweite Charaktere. Ist es doch nicht Devil May Cry? Okay, aus irgendeinem Grund kristallisieren wir die Gegner immer. You sure Chaos is here? Yeah, they can only squash monsters for so long. Hallo Tinker! Muss Zeit überbrücken bis Lumi, aber Lumi nicht um 9 anfangen? Ach ne, um 22:30 ist der Community Dota, ne? Stimmt, da war was. Gute Nacht. 22, okay. Dann haben wir. Achso, dann ist er jetzt gleich ja soweit, deswegen ist Tinker hier. Also, das sieht aus wie Devil May Cry, aber animisiert mit Kristallen. Chaos. Das. Der soll Chaos sein. Die Essenz von Chaos selbst? And who are you? We're here to kill Chaos. The prophecy's very own Warriors of Light. Weiß nicht. Das sieht mich irgendwie noch nicht so. Das ist ein Square Enix Trailer. Ich weiß noch nicht zu welchem Spiel, Tinker. Sven Arcana. Es könnte ein bisschen so sein, ne? Mit der dicken Rüstung und so und den Hörnern könnte es Sven sein. Stimmt. Aber nee, es ist ein Square Enix Trailer. Stranger of Paradise heißt es wohl, wie du siehst. Final Fantasy Origin. What? Sozusagen a bold vision for Final Fantasy. Aha. Wie die ganze Welt von Final Fantasy früher mal entstanden ist, oder was? Das ist ja interessant. Also es ist bestimmt für alle Leute, die viel in der Final Fantasy Lore drin sind, super cool, mal die ganze Vorgeschichte von dem Kram zu hören, aber Final Fantasy ist halt weg. Das sieht nach dem zweiten Teil vom Remake aus. Würde ich mal behaupten. Genau. Mit so einem Metallkreuz blocke ich alle Schüsse von drei Waffen. Play this summer. The world ends with you. Ich glaube, das habe ich schon mal gesehen. Das war ganz cool. Also, sie fassen jetzt nochmal zusammen, wann was rauskommt ungefähr. In welcher Reihenfolge, okay. Also. Ja. Forspoken? Haben wir Forspoken gesehen? Daran erinnere ich mich gar nicht. Das sieht aus ein bisschen wie Godfall. Gemixt mit Final Fantasy? Achso, jetzt sind wir bei Final Fantasy Endwalker. Vergiss es. Die machen das super schnell durch. Was? Nee, haben wir nicht. Thank you for joining us today. Keep an eye out for 10 oder 10 für den Cutter. Ja, yeah, ich hab nicht mitgekriegt, wo eins aufhört und das andere endet, aber wir sind anscheinend durch.